So, The Caverns. Also ich bin da. Wo bleibt es? Also ich bin da. Sehr erwachsen. Haben wir uns denn jemals damit geklärt, dass einer von uns beiden sich erwachsen ist? Ist er ja endlich. Nee, immer noch nicht. Ich sehe noch nichts. Achso. Dann warte ich hier nochmal. Aber hey, haben wir beide jemals damit geglänzt, dass einer von uns beiden erwachsen rüberkommt? Nee, ach nee, wir müssen die wieder neu erkunden. Während der Zeit mache ich aber hier nochmal kurz diesen Skill Point endlich mal. Weil dadurch kriege ich meinen Heavy Draw. Es gibt mir nochmal ordentlich mehr Punkte. Und wie ich höre, ist er an mir vorbeigerannt und hat natürlich einfach nur einen Firestorm gemacht, um dir auf die Nerven zu gehen. Gleich wieder am Krach machen. Aber die Map hat sich gedreht. Ist dir aufgefallen? Das heißt, die Monster müssen doch wieder da sein. Nicht unbedingt. Aua. Oh wow. Aber ja, sie sind da. Na, stört mich jetzt nicht. Das sind extra Erfahrungspunkte. Ja, eben. Ich wollte kurz sagen, so schlimm waren sie jetzt ja auch nicht. Oh, Katzi, sei ruhig. Oh, aber neuer Boss ist da. Also war da. Nee, der ist noch da. Der haut nur ab, die Sau. Oh, der macht Frenzy Damage. Machen wir es mal so. Das geht ein bisschen schneller. Ach, ist nur scheiße. Und noch ein Boss. Gleich hinter dran. Passend. Natürlich. Hm, der hat Besseres gelegt. Ja! Spiral Wand in dunkelgrün. Na, hätte ich was gesagt. Guck einfach und genieße. Hier, dieser Old Code wäre vielleicht etwas für dich. Nee, kann ich nicht tragen. 35 Dexterity. Oh. Aber ich lese mal kurz vor, ja. 17 Increased Spell Damage, plus 30 Increased Spell Damage, adds 8 to 14 Physical Damage, okay, aber adds 13 to 20 Fire Damage to Spells. 11 to Accuracy und 3 Increased Light Radius. Ja. Ich würde sagen, ist sehr nett. Ich würde sagen, rüste mal aus. Ich würde sagen, geht nicht. Dafür bräuchte ich, brauche da 3 Slots drauf mit 3 Blau. Hm. Gucken wir mal, ob wir den umarbeiten können. Das wäre vielleicht ganz cool. Ja, ich habe hier 3 Slots Blau. Die müsste ich ja irgendwas anderes umarbeiten, wenn es dann besser ist, wie das, was ich jetzt drauf. Wollen wir tauschen? Ich habe einen Grün. Ein Grün bringt mir auch nichts. 3 Grün brauche ich. Aber was ist das denn? Searing Bond. Totem. Au, das ist der Flame Totem. Warum stellst du dich eigentlich genau neben ihm? Weil der mir nicht so viel Damage macht, weil ich hab fast so viel Energy Shield wie Leben. Das ist mir, also ich kann ordentlich tanken, wie du merkst, ne? Was halt daran liegt, dass mein Energy Shield so verdammt hoch ist. Ja. Ich finde das geil, ich muss an solchen Dingern vorbeilaufen und die fallen halt instant kaputt um, ne? Ich mach grad fast gar nichts mehr, das ist mein Herald of Thunder. Der ist schon leicht imbar, der Herald of Thunder. Du bist auch im nächsten, gut. Ja, hier die Viecher schon angetüdelt kamen. Aber mein Herald of Thunder ist schon nice, ne? Ja, der ist übel. Also den... Puh. Ach, gestorben. Hat er fein gemacht. Aber hallo. Gut, wieder zurück. Zurück. Ich hab noch 4,5, du auch, oder? Bis Level ab. Yep. Da bin ich einmal zu früh abgebogen. Portal Scrolls sind doch ganz sinnvoll. Ja. Oh, der schon wieder. Haben wir das gar nicht gleichzeitig gesagt? Ziemlich, ja. Orb of Alchemy, danke. Der war leider ausgegraut. Cool. Der Spiral ist auch Bullshit, weil er nur 2 hat. Gehen wir mal noch mal ganz kurz hier lang. Wo gibt's hier tatsächlich noch?
Ja gut, eigentlich brauche ich auch nicht so viele, weil ich benutze ja die meisten Skills auch fast nie, ne? Ich habe ja meine 7 Skills, die ich hier so durchgehend... Wo läufst du hin? Wo läufst du hin? Du läufst zurück. Sicher? Ja, ich habe die große Map auf. Warum machst du sowas? Weil ich es kann. Folg mir mal, junger Padawan. Ich bin zurückgelaufen, weil ich es kann. Jetzt läufst du wie... Jetzt läufst du richtig. Ich mach mal mit. Der hat auch nur einen. Ich könnte kotzen, ey. Das, wie gesagt, dass diese Gems-Plätze so wichtig sind, ist halt krass, ne? Ja. Man bräuchte mal welche mit 4 Gems-Plätzen. So. Habe ich eine Rüstung mit. Oh, ja. Warte nur auf Level 28, dass ich sie tragen kann. Die gibt's aber inzwischen schon zu kaufen, die 4 Rüstungssachen, ne? Die 4 Platzsachen. Ja, nicht das noch mag sein, aber bisher, ich habe so geile Sachen, die man immer so findet oder von dir kriegt oder so. Ja, ich habe, was die Sachen angeht, echt viel Glück manchmal, ne? Oh ja, stimmt, ich habe ja hier gerade jetzt mal einen blauen Flotte, kann ich ja gerade mal... Was kannst du da glatt mal? Ich habe hier so komische Fire Traps. Ach, magst du die auch machen, oder was? Ja. Ja, jetzt musst du unten links da hinklicken. Wo denn? Wenn du eine... Du hast die Fire Nova? Fire Nova mein, ja. Aber wenn du die vor... Ich zeig's dir. Wenn du die Fire Nova mein legst... Ja. So ungefähr. Erscheint über dem Rechtsklick-Maus-Button ein neuer. Und mit dem kannst du detonaten. Aha. Siehst du? Weißt du, was ich meine? Ja. Ah ja. Aber ich benutze die nicht so oft. Ich benutze die nur, wenn ich Fallen aufbaue für irgendwelche Spawn-Viecher. Ja, ach, ich hatte die mal gefunden. Ich hatte jetzt gerade dank den neuen Stiefeln von dir denn mal... So, wollen wir? Das ist ein nahtloser Übergang, ist nicht wahr. Wie geil! Nee, das sind noch die Caverns hier. Echt? Das sieht aber total anders aus jetzt. Instant. Wie geil das aussieht. Das war der den Wechsel finde ich Caverns. Total awesome, weißt du? Ja. Das war ja, der Waypoint von The Caverns. Oh ja, ich hab's auch gerade gesehen, aber dass der Wechsel so fliegend erfolgt, das finde ich ja ziemlich nice. Warte, hier ist ein Sarkophag. Und eine Chest. Ja, und hier sind Leute. Und da ist ein Superior Rain of Arrows drin. Also der ist schon was für dich. Das war noch Level 1, musst du wieder hochleveln, aber der macht am Schluss weitaus mehr Damage. Ja, mein Rain of Arrows ist sowieso noch nicht so hoch, glaube ich. Hoher. Level 4. Ja, aber ein Superior würde ich auf jeden Fall ausrüsten. Kommst du mal runter? Ich glaube, ich habe da hinten noch Monster gesehen. Ja. Oh, warte, die Scroll of Wisdom nehme ich noch mit. Warte mal, dann kann ich noch mal ganz kurz den rausnehmen und da reinsetzen und den da rein. Das war irgendwie dumm, was ich hier gemacht habe. Irgendwie so ein bisschen dumm, so. Das fehlt mir im Endeffekt. So, naja, egal. Na dann komm. Da oben, ja. Oh, Minion Damage Support. Ach, das ist ja. Ich spiele ja nicht Minions, oh, mein Gott. Sagen, was willst du denn damit? Für deine ganzen Minions. Du Gattler. Klopf, klopf. Wer ist da? Boah, deine Mama. Boah, deine Mama. Boss, ein Soul Eater. Au! Was ein Wichser. Der hat Damage gemacht. So, ich habe jetzt 3 Rüstungen hier drin, die ich noch nicht identifiziert habe. So, bald das nächste Mal in der Stadt sind, kann ich mein Jewel einsetzen.
Gesundheit. Danke sehr. Wollen wir weitergehen? Sie gehen. Was? Auch nett. Ja, Katzi ist ja gut. Jetzt können wir mal streicheln. Andere Richtung. Kommst du? Wir sind Viecher. Und ich die extra nicht klatschen wollte, dass du nicht Erfahrung kriegst. Weißt du, was ich meine? Ja, dann schmeißt doch nicht Pfeilen neben mich. Sagt nix. Wenn ich dann loslaufe, nur andere Richtung. Ah, das passt. Nee. Magst du einen haben? Nö, brauche ich nicht. Wieso? Bringt mir nichts hier. Mit Bogen, oder? Das war Lightning Strike Bogen? Weiß nicht. Ich sag ja, bringt mir nichts mit Bogen. Es ist halt Melee und Lightning. Alter, wie verwirrend die wieder sind, ne? Was heißt verwirrend? Ja, auf der Seite ging es weiter. Sehr witzig. Oh, die wieder! Ein Agathe-Amulett. Strength and Intelligence. Siehst du mal, die Agathe ist schlau und stark. Ja, bestimmt. Alter! Da ging es auch nicht so viel weiter. Volles Labyrinth. Ja, wir haben die ersten eineinhalb Akte haben wir ja gekonnt gespielt, also gewusst gespielt. Ja. Der Teil ist für uns ja komplett blind. Und, au, bist du bescheuert? Ich? Nee, das Viech da. Und der Teil ist halt für uns noch nicht bekannt. Wir kennen den Schmarrn halt nicht, ne? Richtig. Hm, toll. Nix drin. Außer ein kleines Schäferstündchen, wenn du Lust hast mit einem toten Skelett oder so. Nö, ich hab hier noch ein paar andere nicht so tote. Ich hab mal gemacht. Ja, nicht nur du. Ich weiß. Hier ist hier nicht viel los, so, ne? Nee, gute Erfahrung gibt's halt ordentlich. Ja, ja, klar, aber. Ich gehe da gar nicht rein und schau gar nicht nach. Ich weiß, dass es da nicht weitergeht. Oh, da oben geht's weiter. Du solltest dich nicht hochgehen, sondern wieder runterkommen. Hier. Oh, tatsächlich. Ich werde nicht mehr. Das ist auch nur ein Gegnerraum. Mein Gott. Das ist echt ein Labyrinth. Ja. Oh, gefunden. Sehr schön. Die Ancient Pyramid. Wollen wir? Leute, ich habe sie auch schon geändert. Wir haben wahrscheinlich 15.000 Räume übersehen. Mit wahrscheinlich 12 bis 13.000 Gegnern. Aber ist mir jetzt auch egal. So, gehen wir gleich los, ja? Jawohl. Erstmal wieder die Sonne anknipsen. Da ist ein Boss. Nee, es war ein Totem. Au! Die Viecher werden hier gebufft von den Totems. Interessant. Mhm. Und die sind um einige schneller dann. Und zwar richtig nervig schneller. Das ist ein Boss. Das war ein Boss. Like! Stopp, wer nimmt das Silver? Hast du noch eine? Hast du noch eine? Ich hab eine, ja. Ich schau kurz, ob ich eine hab. Ich weiß es nicht. Ich hab auch noch eine. Hm, mach ich, weil dann können die Leute das ein bisschen besser gucken, ne? Schade. Den nächsten kriegst du dann wieder. Hier nach oben stehen noch Leute, der Gegner. Warte, ich komm. Ja. Lass uns doch mal runtergehen kurz. Gucken, ob hier vielleicht was ist, weil hier geht's so lustig hoch. Oh, hier ist ein Monster. Das sieht jetzt echt ein bisschen Labyrinth. Was machst du? Ich habe eine Tür aufgemacht. Ach, toll. Das ist echt leicht Labyrinth-like hier, ne? Ja. Ach, ist eine Chest, warte. Nichts drin. Da ist noch eine Chest.
Gut. Dann schauen wir denen mal die Door. Gott. Gut, Amulett. Oh, hier sind noch Gegner. Oh, hier geht's weiter. Oh, da geht's wirklich weiter. That would only slow me down. Aber wir warten noch. Na? Oder? Ja. Ah, ich habe hier hinten noch einen Boss gesehen, glaube ich. Was machst du jetzt schon wieder? Kurz mal ein, zwei Sachen rausschmeißen, damit ich irgendwie ein, zwei andere Sachen einpacken kann. Bei dem Teil würde ich mir jetzt schon gerne genauer angucken. Hier ist noch eine Door. Und da ist der Boss. Oh ja. Das war kein sonderlich toller Boss. Klar, alles einpacken. Ich teile. Magst du was haben? Weiß ich ja nicht. Ich habe noch nicht alles, aber wirklich. Hier ist noch eine Giant Mana Flask identified. Das habe ich aufgesammelt, das habe ich aufgesammelt, das habe ich aufgesammelt. Ja, uninteressant. So, ich kann mal kurz noch skillen. Wie gesagt, und da du all das nicht gebraucht hast, habe ich mir gedacht, nehme ich mal. Hast du nicht geskillt oder was? Nee, noch hatte ich nicht geskillt. Ach so. Wir schauen euch die Tor. Critical Strike Chance ist auch nicht schlecht. Liegt doch gerade auf dem Weg. Gut, dann gehen wir nach oben weiter. Die haben Schilder, leck mich am Arsch. Ja. Hat ihnen aber auch nicht viel weitergeholfen. Nö, nicht wirklich. Nicht bei Magie. Ihr habt auch Schilder, guck mal, die sind tot. Das war's jetzt, glaube ich. Warte, ich guck mal kurz auf die große Karte. Ne, einen Bereich haben wir noch da hinten, genau da, wo du hingehst. Jetzt dann da die Treppe nach unten und nach oben. Das war's jetzt. Ja. Level 2? Dunkelschirm? Jawohl. Level 2? Ich folge dir unauffällig. Achso. Oh, wir haben noch was übersehen. Ich potte mal wieder, damit ich hinterherkomme. Ja, sorry, ich weiß nicht, warum ich so viel schneller bin als du. Kannst du aufhören, mich zu verfluchen, du Kackbratze? Oh, oh. Jawohl, ich dachte, es wäre ein Boss dabei gewesen, deswegen oh, oh. Ah, da war er ja. Oh, der ist Hexproof. Den hätte man nicht mit Chaos damagen können. Interessant, ne? Hier ist noch eine Door. Ah, die geht nur nach oben. Ah, das sind nur Bosse. Gegner. Da waren mal Gegner. Alle tot. So. So was Freches aber auch. Geh mal wieder im Kreis, komm. Oh, eine Chest. Painted. Die Mana-Flasche nehme ich halt gern mit, weil die kannst du gut verkaufen. Ja. Gut, dann wieder hier hoch. Kommst du hinterher oder muss ich langsamer laufen? Ich hab kommt hinterher. Die ist echt praktisch für so ein Schmal, ne? Ja. Oh, da oben ist noch was auf, noch was Unerkundetes. Sorry, ich habe die große Karte auf, deswegen. Lol. Hier rein? Erstmal reinschießen. Und oh, das jetzt haben wir es erkundet. Ja, was denn? Hätte ja was sein können. Klar. Hätte was straight nach unten. So, jetzt bin ich sehr, gespannt, was da noch alles kommt. Lol, man muss gar keine Ladezeit. Überraschend. Und ich laufe in den ersten Boss schon rein. Der ist ein bisschen unschöner wie die anderen. Nö. Nö, klar, aber. Der hatte zumindest mal ein Energy Shield. Hat der dann auch, das habe ich nur instant weggebolzt. Weil das, Dingens, dieses
dieser hier stark gegen Energy Shield ist. Ich hau mal einfach dahin, ne? Ja. Voll der langweilige Kampf. Oder legt doch einiges. Diesen Hexproof, ich kann ihn nicht töten. Other Allies cannot die. Das ist das Wahltotem gewesen. Was ein unfairer Drecksack, oder? Ja. Iron Mask. Wie geil. Was für eine freche Angelegenheit. Ja, das ist übel gewesen. Ich dachte mir halt so, hä, warum kann ich auf die draufklatschen, so ein Bekloppter? Einige Fackeln jetzt? Gehen immer nicht an. Ist doch scheißegal. Weiß man nicht. Hier geht's weiter. Bring Licht in die Dunkelheit hieß doch die Quest, oder? Ja, dafür musst du aber Gegner töten. Am Schluss. Hier ist ein Door. Da geht's gleich wieder weiter. Ich würde sagen, wir gehen noch nicht die Stairs hoch, oder? Nö. Erstmal gucken. Das ist alles eine zusammenhängende Map hier. Wenn du mal auf die große Karte machst, dann kannst du es dir angucken. Ja. Krass, oder? Das ist, glaube ich, bis jetzt die größte Map, die wir haben. Definitiv, oder hatten bis jetzt. Ja. Und sehr geil aufgebaut, sehr labyrinthisch aufgebaut. Wenn das alles eins ist, dann ist das auf jeden Fall hauerhaft. Die schon wieder scheiße. Cannot die. Ja. Die ist sehr nervig. Aber eine coole Idee. Definitiv, ja. Hätte ich gern so für den Hand, ja. Für meine Summoning Witches wäre die ganz denn? Cool. Ich habe hier was. War ein Tormented, aber hat nicht so drauf. Also war kein richtiger Tormented, glaube ich. Ist was ist denn das? Glaube ich. Doch, Licht ist weg. Ja, ich glaube, der ist jetzt ein Level höher gewandert oder sowas. Wäre aber auch eine coole Idee. Wenn du den durch die gesamte Map jagen könntest, wäre das eine witzige Idee. Okay, hier geht's runter zum Ding. Nur mal kurz reingeguckt und schon kommen aus allen Ecken irgendwelche Leute angerannt hier und wollen mir ans Leder. Enemies are slow, das ist ja unfair. Kannst du mal auf mich warten, weil das hast du wieder Erfahrung eingesammelt und ich nicht. Was ich privat ein bisschen blöd finde. Da ist er. Ich eise ihn mal, so. Oh, das ist meins. Lol, das wollte ich nicht einsammeln, Entschuldigung. Ich schmeiß wieder raus, ja? War nicht meine Absicht einzusammeln. 21 Dexterity, da muss ich zumindest mal reingucken. Nur als Info, ich bin komplett voll. Oh, ja, auch nicht schlecht. Wo ist denn jetzt Jade Amulett? Ich habe hier mal kurz ein Tor aufgemacht, weil ich bin zu 100% voll. Ich komme da mal mit. Bisschen was zu verkaufen findet man ja eh immer. Ich hab nur noch ein leeres Feld. So. Ja, dadurch, dass ich alle Ringe und so mitnehme, ne? Weil die einfach Kohle bringen. Und die Ringe ein großer Bestandteil von diesen Spezialmischungen sind zu verkaufen, ne? Mhm. Dann nehme ich die immer instant alle mit. Ja. Und hoffe einfach, dass was Geiles bei rumkommt. Das ist wohl so. What troubles you bring now, Schlampenbumser? Make it fast. So. Gut, der eine, den ich da gefunden habe, der ist Bullshit, der eine Zauberstab. Leider. Alter, guck dir mal den Staff an. Und das Scepter hier. Dunkelschelm. Schon nette Sachen, ja. Ich habe was viel besseres noch gefunden. Magst du es haben? Ich brauch's nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich vergleiche gerade.
Ja, gerne, danke. Jo, behalte ich dann also. So. Welche Mana Flasche kaufe ich denn? Die da. Kannst du das brauchen? Weil. Sekunde, kann ich gerade noch nicht gucken, ja? Da liegt gerade nämlich das Verkaufsfeld drüber. Kenn ich. Den wollte ich aufheben. Den Death Charm brauche ich nicht. Warte. Lustigerweise, nein, mein jetziges ist besser. Trotzdem danke. Ach, halt die Fresse, Groot. Du gehst mir tierisch auf die Nüsse, du blöder, verfickter Kackbumser, ey. Sorry, ist mir jetzt rausgerutscht. Jetzt muss ich mal meine Wut über diesen Spaß da rauslassen, ey. Der geht mir so hart auf die Nüsse, das glaubst du gar nicht. So, jetzt habe ich endlich mal... Und ich habe einen Orb of Alchemy, weißt du, was ich jetzt mache? Keine Ahnung. Jetzt werde ich mir einen Spiral Wand, den ich nicht gebrauchen kann. Also der halt nicht das hat, was ich brauche. Auf drei Sockel hochklatschen. Genau so. Und da der hier ein normaler ist, nehme ich jetzt mein Orb of Alchemy her. Jawoll. So. Ich krieg einen Vogel. Das hätte nicht besser laufen können. Ein Vogel kriegst du. Der hat zwar keinen hohen Spell-Damage, aber schau mal, was er dafür alles hat. Ich lese vor. 28 increased. Ich lese selbst. Achso. Jupp, das ist nice. Vor allem 39% Critical Strike Chance. Ja, denn 50 Accuracy. So, das ist auch nicht schlecht. Mana Gate und... Alter. Ja, also das ist schon nice.